Der Ötztaler, 235 Kilometer, 4 Pässe, 5500 Höhenmeter. Am Ende ein wahrer Glücksrausch. Zum 30. Mal haben die Berge Tirols zum Ötztaler Radmarathon gerufen. Frühmorgens füllt sich das Tal in Sölden mit über 4000 Startern. Das Wetter ist besser als erwartet. It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry alone. The lights are on, but everyone's gone and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. Rasch nimmt das Rennen Fahrt auf. Manche gehen forsch an die Spitze, andere fühlen sich im Feld recht wohl. Bergab geht es zunächst Richtung Ötz, vom Boas es in die erste Prüfung geht. Der junge Ötztaler Matthias Höfler lässt es sich nicht nehmen, das Feld durch seine Heimat zu führen und eilt hinauf nach Kütei. So mancher geht es hier schon etwas gemütlicher an. Der erste Anstieg zehrt bereits an den Kräften. Als erstes Kütei erreicht der Holländer Bert Dekker. Hinter ihm weiterhin der junge Ötztaler Matthias Höfler. Große Aufgaben vor Augen bewegt sich der Tross Richtung Innsbruck. Ein Hingucker für viele. So auch die Jüngste im Rennen, Anna Pössl aus Sölden, zarte 17 Jahre jung. Der Jaufenpass trennt das Feld weiter. Hier wäre ein herkömmliches Rennen bereits zu Ende und so gibt es die ersten Vorentscheidungen, bevor es 1700 Höhenmeter hinaufgeht zum Gipfel der Qualen aufs Timmelsjoch. Die grausame letzte Prüfung. Kehre um Kehre zieht sich der Weg 27 Kilometer nach oben. Steigungen bis 14% bedeuten hier für viele puren Schmerz. Im Parallelflug stürzen die Führenden Richtung Sölden. Jubeln dürfen alle, die es bis nach Sölden ins Ziel schaffen. Also mit der Leistung habe ich mir nicht zugetraut, nicht? Aber ich bin total zufrieden. Ich bin sehr aktiv gefahren. Ich bin schon am Anfang einmal zu viert weggefahren. Kühlt auch sehr aktiv. Und dann zum Schluss nur so viel Kraft, das habe ich mir nicht gedacht. Also, ist ein lässiges Gefühl. Ja, zum Erklären ist so, das muss man selber erleben. Und ich denke, wir haben Wetter gelingt gehabt, natürlich, das ist ein Hammer, weil das Wetter ist ein Wahnsinn heute. Und es ist einfach ein Hammer, die ganze Stimmung. Und ich glaube, es ist nicht nur als Sölder, sondern es ist generell für uns Radmarathon, sondern dass die Stimmung einfach ein Wahnsinn ist. Die mir halt vor, da feuert einfach jeder jeden an. Und es ist auch einzigartig. Also bei der Kulisse, bei den Zuschauern, ist ein Wahnsinn. Das ist ein Rennen, das ist unbeschreiblich. Ich fahre so viele Rennen ins Jahr, aber das ist das Beste, weil da sind so viele Zuschauer, ob Kühe oder Jaufen. Das kann man nicht beschreiben, das muss man gefahren sein und erlebt haben. Ja, ich muss sagen, wenn ich nicht von Sölden wäre, ich würde ihn eigentlich nicht fahren, weil einfach, ich bin kein Marathonfahrer, ich fahre eigentlich Mountainbike. Und das ist wirklich eine Leistung, was ich da aufgebaut habe in den letzten 30 Jahren. Das ist einfach kein Wahnsinn. Wir sind schon als Kinder gerne dabei gewesen und jetzt, wenn du selber mitfährst, ist es nochmal besser. Der schnellste des 30. Ötztaler Radmarathons war der Italiener Antonio Corradini. Die schnellste Dame Edith van der Brande aus Belgien.